voll vergessen, ey. Nein. Wie konnte ich das denn nur tun? Jetzt noch die Steinarmor. Was, folgen die mir echt hierher? Oh, tun sie echt. Cool. Ich hätte es nicht gedacht. Sie haben wir letztens schon gemacht. Also im letzten Stream. Mit Tailcut. Hat ein bisschen länger gedauert, weil er sich doof angestellt hat. Die ganze Zeit seinen Schwanz irgendwie in der Wand versteckt hat. Aber wir haben eine Tailcut hingekriegt. Ja. So wie es das gehört. Man natürlich mit Tailcuts die Bossfights, wenn es geht. Ist doch langweilig, wenn nicht, oder? Kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen. Ja. Hier nehme ich auch einen richtig schönen Ring. Einen richtig, richtig schönen Ring. Der würde unsere Parry so OP machen. Der Hornets Ring. Yeah. Great Sword of Thorius. Of Thorius, the Great Sword. The first Great Sword. Point. Really? Two times? What? What? Are you kidding right now? Are you fucking kidding? Kidding. Ich meine, bei 2-3 Attacken haben wir echt doof treffen lassen, aber ey, wieso haben die Dodges jetzt gerade gar nicht gepasst? Er ist so ein liebes Hundi. Aber er muss sterben. Wolfshundi. Großes Hundi. Aber sterben.
Aww. Aww. Now it's aww. Cool, Doggo. Cool, Doggo. Ja, der Kampf kann so einfach sein. Warum das eben gerade passiert ist, verstehe ich echt nicht. Warum das eben gerade passiert ist, verstehe ich echt nicht. Aber... We got Priscilla's dagger on plus 2. We got an aiming shear, we got a father mask, and we got the bandit's armor on plus 6. We got a pepper ring and a chlorinth ring and some studs to the right. Ohne Scheiß, dass es eben so beschissen lief beim ersten Versuch und jetzt irgendwie dann so einfach dann wiederum aussah. Komm. Jetzt wisst ihr auch, warum ich eigentlich Priscilla's Dagger plus 2 genommen habe und nicht irgendwie das Bandit's Knife plus 15. Weil das wäre irgendwie. Nein. Bandit's Knife plus 15 would be definitely OP. So, auf zu Nito. Auf zu Nito jetzt, wo die Maske haben, die Sonnenlichtmade. Hat ja auch irgendwie runter schon irgendwie sterben sollen, nur zur Pause, aber.